Ja, Leute, ich wollte euch das mal kurz zeigen. Ich wollte kurz mal kurz aufnehmen. Aber Rockstar sagt mir, okay, ich gebe dir einfach mal 400.000 Dollar. Warum auch nicht? Nice. So, meine Damen und Herren, hier zurück zu einer neuen Folge von GTA Rennen Nürnberg. Ja, heute sind wir ja mal ganz alleine. Es tut mir echt leid, weil irgendwie wollte keiner in meine Runde rein beitreten. Deswegen gibt es auch keine Runde komplett alleine. Ich habe mir einfach mal ein anderes Fahrzeug geholt, was ich sonst nicht genommen hätte. Ich weiß aber gerade auch den Namen nicht auswendig. Ihr kennt es sicherlich, weil ihr kennt euch auswendig in GTA. Auswendig aus. Ja, genau. Nein, gerade wollte keiner mit mir spielen und ich möchte gerne vor dem Wochenende noch GTA aufgenommen haben, weil am Wochenende werde ich wohl keine Zeit bekommen, irgendwie GTA aufzunehmen. Deswegen nehme ich jetzt GTA auf und zumindest eine Folge, damit ich jedenfalls eine Folge zum Schneiden habe. Ja, ich nutze die Folge einfach mal, um ein bisschen zu erzählen. Ich kriege ja mit, welche Games gerne geguckt werden und welche nicht. Ich sehe auch anhand der Wiedergabezeit, wie die Games ankommen und welche nicht gerade so beautiful sind. Und ich muss wirklich sagen, GTA ist ein Spiel, was mir Spaß macht und auch relativ gut bei euch ankommt. Und Rollercoaster kommt auch relativ gut an. Ein Spiel, was, naja, mittelmäßig ist beim Schneiden. Muss man wirklich so sagen, weil richtig viel Spaß macht es mir nicht, aber es hat auch gute Aufrufe und ja, deswegen spiele ich auch gerne alleine. Nein, jetzt mal zurückzukommen. Ja klar, es geht nicht nach den Aufrufen, es geht nach dem Spaß an. Das habe ich auch schon öfters gesagt. Aber ich möchte natürlich auch das bringen, was euch auch Spaß macht. Und ab und zu hat man ja auch richtig viel Spaß auf Rollercoaster einfach mal zu zocken. Oder ich habe jetzt zum Beispiel wieder Bock, YouTubers Live aufzunehmen, aber YouTubers Live habe ich schon ein paar Folgen aufgenommen und ich möchte nicht zu viel vorproduzieren, weil es ist relativ scheiße, zu viel vorzuproduzieren. Und deswegen spiele ich jetzt GTA, weil GTA habe ich gerade Bock. Wir kriegen ja alle mit den Aufrufzahlen, bei mir geht sowieso nach unten. Für Zahlen Livestream waren es letztes Mal, glaube ich, 5 gewesen, die mit einmal da waren. 5 ist ja für mich relativ gut und freut mich auch jedes Mal, wenn ich 5 Leute da habe. Warum auch nicht? Und ja, ich werde hier vielleicht auch nicht ganz so viel schneiden. Ich werde hier ein bisschen jetzt drüber reden, ein bisschen mal so ein Real Talk machen, weil wir haben jetzt unsere Ruhe, wir haben jetzt keinen anderen Typen dabei, der uns ein bisschen nerven kann. Kein Enderman zockt, kein Byte, kein, wen habe ich, Rolli, kein, wen habe ich sonst noch aufgenommen? Weiß ich gar nicht, ist ewig lange her. Und auch im Moment keine anderen Leute, mit denen ich jetzt irgendwie was machen könnte. Also in-game. Wir sind ja sowieso schon bei 3 Minuten. Part. Es ist nicht lang, das Video. Das wird vielleicht auch nicht lang. Ich weiß es nicht. Muss mal gucken. Ich werde dann noch eine zweite Runde öffnen. Und dann entscheide ich erst, ob ich noch mal was mache oder nicht. Dann müssen wir uns wieder sowieso drehen. Halalala. Und ich habe noch eine sehr, sehr gute Nachricht. Für die Leute, die es interessiert. Gamescom nächstes Jahr bin ich wahrscheinlich dabei. Hey. Ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr bei der Gamescom schön dabei sein und dieses Jahr war komplett anders die Gamescom aufbauen. Ich weiß, wie die Videos zu schneiden sind langsam. Ich weiß, wie die Gamescom abläuft und ich weiß auch, dass ich so ein paar Games zocken muss und mich auch mal 3 Stunden anstelle. Habe ich auch kein Problem damit. Muss natürlich gucken, welche Games kommen. Also für sinnlose Games stelle ich mich ungern an, aber Spiel anzutesten ist natürlich Grund der Gamescom. Letztes Jahr sollte ja nicht ganz so gut gewesen sein. Ja, so von dem, was ich gehört habe, stimmt es auch. Sie war mehr so ein
Werbeding für alle Leute, für alle Aussteller. Ja, deswegen wäre es auch nicht, war es auch nicht so schön. Und wenn es nächstes Jahr genauso werden soll, dann herzlichen Glückwunsch. Ich versuche aber auch nächstes Jahr mal noch ein paar andere Sachen zu machen. Ich werde zum Beispiel nach Hamburg noch fahren, mir die Modelleisenbahnwelt angucken, und ich werde auch noch vielleicht ein paar Touren versuchen. Ich wollte noch nach Leipzig, nach Chemnitz vielleicht. Ich wollte auch zu Thomann, zum Hauptlager mal hinfahren und mir das mal angucken, wie es da aussieht. Also es ist relativ viel geplant für nächstes Jahr. Und mal gucken, was raus wird. Ich bin Erster, das ist ja ein Wunder. Aber ich glaube eben mal, ich beende. Aber ich glaube mal, hier steht nochmal das Fahrzeug. Ich beende dieses Part jetzt. Wir sind circa bei 6 Minuten Part. Und wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt mir einen Moment in den und schreibt mir nächstes Mal rein. Ne, schreibt mir dieses Mal rein, wie es euch gefallen hat. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt der Menzi. Ciao, ciao.